Ja, schön, dass ihr es geschafft habt hier heute zu meinem Vortrag. Die wichtigen Leute sind jetzt da. Vorweg, wer von euch war alles in der Keynote heute Morgen vom Alex? Gut, dann habt ihr ja eigentlich alles schon gehört. Und dann können wir jetzt zum Kaffee trinken gehen. Nee, eigentlich wollte ich noch ein bisschen tiefer gehen. Also Alex hat uns schon ganz gut angekündigt und motiviert. Ich bin der Dennis, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Dozent in Gießen an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Und ich bin da jetzt schon seit vielen Jahren so ein bisschen die Schnittstelle eben auch zur Joomla-Community. Und ich möchte heute mal darüber berichten, weil der Alex mich so ein bisschen reingezwungen hat, das mal zu machen, wie das bei uns so abläuft und wie wir mit den Studenten zusammen wirklich mit und für Joomla arbeiten. Also Joomla in der Uni. Vielleicht mal vorweg als kleine Motivation. Wir setzen bei uns Joomla als CMS für alle unsere Web-Instanzen ein. Wir haben mittlerweile insgesamt über 45 Instanzen, Joomla-Instanzen. Das heißt, für die Hauptseite, für die Unterseiten, jeder Fachbereich hat seine eigene Joomla-Seite, jede Service-Einheit wie IT-Service, unser Motorsport, die Bibliothek, das sind alles eigene Joomla-Instanzen. Wird bei uns von zwei, drei Leuten gewartet, die machen das sonst ganz gut auch. Ja, und das Ganze ist auch Jay Otto approved. Wir haben jetzt gestern zum zweiten Mal den Jay Otto gewonnen, Titel verteidigt. Gut, dass sich kein anderer beworben hat. Nee, aber wenn man mal so schaut, die Seite sieht ja ganz gut aus und ich glaube, es schadet auch nicht, den Benjamin zu kennen, der das Ganze entschieden hat. Naja. Wir versuchen im nächsten Jahr den Hattrick auch voll zu machen und weiterzumachen. Ja, neben dem Einsatz von Joomla als CMS für unsere Seiten entwickeln wir auch für Joomla. Das ist so eine unserer großen Haupterweiterungen, die wir entwickelt haben. Das nennt sich TM Organizer. Das ist eigentlich ein ganzes Set von Erweiterungen für die Organisation all unserer Hochschulressourcen. Das heißt, unsere Curricula, unsere Stundenpläne, unsere Räume, die wir in der TM haben, planen wir über diesen Organizer, alles basierend auf einer Joomla-Seite, über die Erweiterungen, die wir da haben. Und das Ganze geht so weit, dass wir diesen Stundenplan anbieten, den die Studenten nutzen können, um sich ihre individuellen Stundenpläne zusammenzuklicken, zu speichern, zu exportieren. Und wir haben ganz viele Unter-Joomla-Seiten, die eben über Web-Services auch darauf zugreifen und diese Daten ziehen, um dann eben auf den Unterseiten die Informationen darzustellen. Das ist eine unserer großen Erweiterungen, die der Wolf zum Beispiel, mein Kollege, der auch an der TM arbeitet, mitentwickelt hat. Eine andere große Erweiterung, die wir entwickelt haben, nennt sich TM Groups. Es ist eine erweiterte dynamische Gruppen- und Benutzerverwaltung, also aufbauend auf der normalen Userverwaltung von Joomla, aber eben noch um Gruppen erweitert, um Profile erweitert, alles sehr dynamisch, sehr verknüpft, sodass man natürlich als Student das findet, was man sucht, Informationen über die Dozenten. Ja, das ist es nun mal. Das sind so die Dinge, die wir bei uns entwickeln. Das heißt, wir setzen Joomla ein, wir entwickeln aber auch für Joomla. Und mein Chef, der Professor Kneis, ich muss ihn erwähnen, hallo, der hat sich dann überlegt, vor gut 10, 11 Jahren, ja, wir setzen Joomla ein als System für die Hochschule, hat das strategisch mit entschieden und hat dann gesagt, naja, jetzt kann ich aber nicht alle Erweiterungen, die wir so im Hochschulbereich brauchen, selbst entwickeln, mache ich doch eine Lehrveranstaltung draus. Verkauft es so, dass wir den Studenten Programmieren beibringen, aber im Endeffekt entwickeln sie die Erweiterungen. Hat ja geklappt, weil so sind wir dann auch dazu gekommen. So haben wir dann auch unsere ersten Erfahrungen mit Joomla gemacht und haben eben für Joomla entwickelt. Das Ganze nennt sich eben Web Programming Weeks, hieß früher sogar mal Joomla Programming Weeks, aber damit auch andere Dozenten diese Veranstaltung halten konnten und dann auch andere Inhalte, kann ich auch nicht verstehen, warum, übernehmen, außer Joomla-Entwicklung, haben wir es eben Web Programming Weeks genannt, aber letztendlich geht es darum, oder ging es immer darum, dass wir Joomla-Erweiterungen für den Hochschulsektor entwickeln. Ja, primär stand im Fokus da eben, wie gesagt, die Webentwicklung. Das Ganze war aber eher geschlossen. Aha. Wir hatten mit der Community eigentlich keine Berührungspunkte oder so gut wie keine Berührungspunkte. Das lag zum einen daran, dass die Kollegen an der Hochschule sowie auch die Studenten schon so ein bisschen Angst hatten. Ich meine, Joomla ist ja schon professionelle Community. Das sind alles Gurus, vor denen haben wir Angst und da können wir nicht mithalten. Da trauen wir uns gar nicht, irgendwo erstmal anzufragen, dass wir was machen. Hat natürlich dazu geführt, dass viele Entwicklungen auch in die Tonne waren. Wir haben sie nie in die Community gebracht und wir haben eigentlich alles ganz geschlossen und unabhängig, wirklich nur auf Basis von Joomla umgesetzt.
Dennoch hatten wir im Hinterkopf immer den Gedanken, eigentlich müssten wir doch irgendwie mal in die Community kommen, wir müssen doch was machen. Und ja, ich habe dann weitergemacht, habe gemerkt, dass Erweiterungsentwicklung und vor allem die Wartung kein Spaß ist, erst recht nicht, wenn man ganz viele Erweiterungen hat. Und habe mich dann eben mal hingesetzt und habe im Rahmen meiner Forschung einen Code-Generator geschrieben für Joomla, den ich dann auch wirklich mal auf einer Joomla-Konferenz präsentiert habe. Das Ganze vor 3 Jahren in Prag bei der JEP. Ja, und das war so der Einstieg in die Community. Ich habe gemerkt, ey, das sind ja ganz normale Menschen, mit denen kann man ja reden. Das sind Gurus, keine Frage, aber Gurus, die bodenständig sind, super. Ja? Also das war richtig gut. Richtig guten Eindruck. Ich habe da das erste Mal auch Patches getestet unter der Leitung hier von Roland Dahlmulder und habe gemerkt, hey, ich habe nur getestet und habe einen Kommentar geschrieben. Ich habe geschrieben, test successful. Ich habe mich gefühlt wie der König. Ja? Ich habe gesagt, ich bin Teil dieser Community und habe dann schon gedacht, das müssten wir eigentlich den Studenten auch mitgeben. Ja, Roland war dabei, war in meinem Vortrag und hat das Potenzial erkannt. Er hat gesehen und gemerkt, das ist junges Blut, da könnten wir was in die Community reinholen. Du warst damals Bug Squad Leader, ja. Und hat gemerkt, ey, da ist nochmal so eine kleine Mini-Community, die können Bugs testen, da müssen wir irgendwas machen. Ja, und dann kam uns so die Idee, lass uns doch von dem alten Konzept weggehen und irgendwas Neues machen. Ja, irgendwie ein neues Konzept mit den Studenten zusammen. Ich habe viel mit Roland kommuniziert, daraus ist eine richtige Freundschaft entstanden, relativ schnell. Und wir haben gedacht, hey, wir machen was Neues. Ja, und das Ganze führte zu einem komplett neuen Programm der Programming Weeks. Mit den Inhalten weniger rein Webentwicklung, sondern wirklich mehr, was bedeutet es, an einem Open-Source-Projekt mitzuarbeiten? Was ist eine Community? Wie komme ich mit Community in Kontakt? Wie lerne ich die kennen? Schreibt mir vielleicht auch mal so ein Prime-T-Man, dass ich ganz schlecht programmiere? Oder ja, was gehört alles dazu? Was ist ein Pull-Request? Wie arbeite ich in GitHub? Und das Ganze ist ja professionell. Ja? Also Sie lernen damit ja, wie man professionell Software entwickelt. Und das Ganze ist selbstverständlich adaptierbar auf industrielle Softwareentwicklung. Und es passte ganz gut. Und dadurch, dass wir jetzt diesen Fuß in der Community hatten, immer mehr auf den Konferenzen waren, die Leute kennengelernt haben, gedacht, das müssen wir auch an die Studenten weitergeben. Natürlich mit der Idee, das sollte eine Win-Win-Situation sein. Die Studenten lernen was dabei, aber irgendwas, und wenn es nur ganz wenig ist, kommt dabei raus, von dem die Community auch was hat. Und das Schöne ist, kostet ja nichts, kostet ja nur den Steuerzahler. Ja, die Studenten sind ja da und die kommen ja in die Veranstaltung. Ich muss nur bezahlt werden. Aber mache ich gerne. Ja. Unser Programm, was wir uns dann überlegt haben, war, wir sollten den Studenten schon was mit auf den Weg geben. Wir brauchen ein paar Anforderungen an die Studenten, damit sie auch wirklich jetzt in den Kurs mitmachen können. Dazu haben wir bei uns eine Projektwoche, die vor den regulären Blog-Veranstaltungen stattfindet. Also Blog-Veranstaltung ist bei uns etwas, was wir eingeführt haben, um Lehrveranstaltungen durchzuführen, die im laufenden Semesterbetrieb sinnlos wären, weil man oft beim Programmieren oder in diesen Projekten einfach mal zusammensitzen muss, im Team von morgens bis nachmittags und das über mehrere Tage hinweg. Und diese Blogveranstaltung war passend als Rahmen für die Veranstaltung, die wir geplant hatten, aber dennoch mussten die Studenten irgendwas mitnehmen. Wir haben dann so einen kleinen Vorbereitungskurs vorbereitet, der aber freiwillig ist. Wir setzen quasi für unsere Web-Programming Weeks voraus, dass man die Dinge können muss. Wenn man sie nicht kann, dann kann man zu unserer Vorbereitungsveranstaltung kommen. Wenn man das Ganze schon beherrscht, kann man sich das sparen. Also dieser Vorbereitungskurs besteht daraus, PHP zu lernen, mal mit GitHub in Berührung zu kommen. Git lernen die Studenten in der Regel schon bei uns, das müssen die können zu dem Zeitpunkt auch. Eine ordentliche Entwicklungsumgebung aufsetzen. PHP Storm ist eben die Entwicklungsumgebung der Wahl und das bekommen die Studenten ja auch umsonst. Also passt ganz gut. Sie sollen Joomla mal aus der Perspektive des Administrators kennenlernen. Das heißt, wir haben Aufgabenstellungen, bei denen die Studenten wirklich mal eine Seite aufsetzen, Menüs anlegen, Unterseiten anlegen, Content anlegen, das Ganze miteinander verknüpfen und wissen, okay, wie klicke ich mir meine Joomla-Seite zusammen. Aber auch das Ganze aus der Perspektive des Entwicklers kennenlernen. Also wie entwickle ich meine eigene Erweiterung, wie bringe ich die rein. Das machen wir alles in diesem Vorbereitungskurs, haben aber auch Vorgaben, kleine Arbeitspapiere geschrieben, die man sich zu Hause autodidaktischen Weg aneignen kann, damit man sich das Ganze mal anschaut und weiß, worum es geht.
Dann geht es los mit der Lehrveranstaltung und da wird es jetzt interessant. Wir sind sehr erfahren, aber wir waren doch damals immer noch relativ neu in der Community. Wir kannten natürlich die großen Namen, aber so richtig, wie das jetzt abläuft und wenn wir jetzt mal nachfragen, dann reagiert so ein George Wilson vielleicht noch nicht. Wir brauchten jemanden, der wirklich tief drin steckt und das war nun mal der Roland und der hat das Ganze ja mit mir konzipiert und hat sich sogar bereit erklärt und das Ganze in diesem Jahr schon zum vierten Mal, dass er für die kompletten 2 Wochen der Blog-Veranstaltung zu uns nach Deutschland kommt aus Holland und quasi als Schnittstelle zur Community, mittlerweile ja, sind wir auch tiefer drin, aber immer noch als Schnittstelle zur Community dabei ist. Das Schöne ist, Roland ist sehr, sehr erfahren in der Entwicklung, aber auch sehr erfahren, was die Prozesse, was die Strukturen in der Community angeht, also perfekt für diese Lehrveranstaltung. Wir mussten gar nichts mehr machen, also super. Wir fangen dann immer an, um reinzukommen, um mal die ersten Berührungen mit der Community zu bekommen, mit einem Pizza-Wachsen-Fun-Event über 2 Tage. Hat zum einen den Vorteil, es gibt Pizza, gute Lehrevaluation am Ende, ja, eine super Lehrveranstaltung. Nee, aber es ist da mal so ein erster Einstieg, Patches testen, ich muss noch nichts programmieren, ich muss alles irgendwie mal zum Laufen kriegen lokal. Ich schreibe irgendwo mal einen Kommentar und gucke, wie jemand aus der Community darauf reagiert. Aber wenn es klappt und mein Kommentar, also mein Test dazu führt, dass ein Pull-Request dann auch wirklich gemerged wird, hey, cool, dann steht mein Name schon irgendwo dabei. Und allein das ist ja schon sehr motivierend. Machen wir 2 Tage lang, haben wir noch 8 Tage plus Wochenende über. Die nutzen wir dann wirklich für die Umsetzung von eigenen Features. Eigene Features, muss ich auch sagen, das ist über die Jahre gewachsen. Ursprünglich hatten wir wirklich eigene Features im Hinterkopf. Aber jeder, der mal versucht hat, ein eigenes Feature in die Community reinzubringen, der weiß, dass das nicht ganz so einfach ist. Da gehört natürlich irgendwo ein steiniger Weg noch dazu. Kommunikation, diskutieren, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll. Weshalb wir mittlerweile so weit sind, dass wir uns vorhandene Pull-Requests oder Feature-Requests raussuchen, die wirklich schon abgesegnet sind. Ja, wo es halt, das muss halt jetzt nur noch jemand umsetzen. Und das geben wir den Studierenden. Die Studierenden setzen das Ganze um. War am Anfang auch nicht ganz so erfolgreich. Da hatten wir, glaube ich, einen gemergten Pull-Request. Beim letzten Mal sind bis auf 2, glaube ich, alle Pull-Requests gemerged worden von den Studenten. Also läuft ganz gut. Aber nochmal dazu, ganz wichtig, das Ganze betreut durch die Community, sonst würde diese Lehrveranstaltung nicht funktionieren. Heißt, als Community muss man auch was geben und bekommt in der Regel auch was zurück. Das hat der Alex ganz gut motiviert heute Morgen auch. Ja, so sieht es dann aus. Dann ist noch so einmal die Abschlusspräsentation. Ja. Die Studenten dann Englisch machen. Genau. Gut, dass du sagst. Ja, dadurch, dass Roland ja schon Deutsch kann, das sagen wir den Studenten aber nicht. Und in der Community ist es nun mal so, dass die Sprache der Wahl Englisch ist. Das ist ganz klar. Und das müssen die Studenten auch lernen. Klar, das ist eine Kompetenz, die wir dann auch irgendwo verlangen. Und ja, Jerome hat recht, am Ende werden diese Features auch nochmal präsentiert, uns als Dozenten. Er ist dann auch ein Dozent. Und damit er das auch versteht, auf Englisch. Also auch nochmal diese Hürde. Aber wir haben gemerkt, dadurch, dass sie die ganze Zeit auf Englisch schreiben müssen, das war immer gut. Ja, das war die Erfahrung. Konnten wir uns auch darauf verlassen. Das hat immer geklappt. War auch kein Druck. War nicht schlimm, wenn mal irgendwas in Deutsch war. Kein Thema. Ja, so sieht es dann aus. Wir sehen hier ganz motivierte Studenten. Hier haben wir gesagt, lächel mal für die Kamera, ist für die Konferenz. Hier oben sehen wir unser Whiteboard, wir haben noch ganz viele Bilder. Auf dem Whiteboard sieht man, also typisch noch vom Pizza, Bugs und Fun, aber auch eben für die Pull-Requests. Wir sammeln dann immer, Roland steckt sehr, sehr viel Aufwand rein, er sitzt Tag und Nacht, sammelt ganz aktuell, also den Tag vorher, die Nacht vorher, die aktuellen Issues, die getestet werden müssen, priorisiert sie noch, kategorisiert sie nach Komplexität, damit wir alle abholen und alle mitnehmen. Und arbeiten wir mit den Studenten wirklich interaktiv. Dann gehen sie nach vorne an die Tafel, ziehen sich ihr Issue und packen es dann in einmal getestet. Wenn es erfolgreich getestet wurde, dann nimmt sich der nächste Student. Und das funktioniert ganz gut. Hier sehen wir auch den Wolf sehr motiviert. Das Ganze, die Abschlusspräsentation hier am Ende. Was auch zu sehen ist, das sind nicht nur Studenten aus Gießen, die jetzt wirklich bei uns auch eingeschrieben sind als Studenten. Das Schöne ist, zur Sommerzeit, wenn diese Veranstaltung stattfindet, haben wir immer Praktikanten aus dem Ausland, aus der Türkei, um ganz konkret zu sein.
die werden natürlich von mir verdonnert mitzumachen. Am Anfang haben die auch nie Lust, aber spätestens nach 2 Tagen sind sie dabei und sind richtig gefangen und sie kriegen dafür auch keine Credit Points. Also die machen das jetzt nur, weil wir sagen, das ist ein cooler Kurs, macht den mal mit, ihr lernt was dabei. Und die gehen am Ende raus und halten auch die Abschlusspräsentation, also nicht Credit Point betrieben, sondern wirklich, ja, weil sie was lernen dabei. Und so ist das Ganze dann noch internationaler und ja, ich finde, das ist ganz toll, dass die Studenten da auch dann so mitmachen. Aber wie so oft gilt eben, ohne Community geht gar nichts. Und ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, hier sieht man mal so ein paar Beispiele und auch wirklich so die Inhalte. Roland, der jetzt zum 4. Mal da war, und was mich auch besonders freut, neben Roland, dass das Ganze mittlerweile anfängt, Wellen zu schlagen. Also in diesem Jahr war es ganz besonders, weil Benjamin noch dabei war, auch ganz erfahrener Entwickler, der gesagt hat, cool, da ist ein Format, da könnte ich doch vorbeikommen und könnte Studenten finden, die mir billig meinen Workflow implementieren. Und zumindest testen, hat ja auch geklappt, ja, war glaube ich ganz erfolgreich das Ganze. Dann kam die Elisa noch vorbei, weil sie davon gehört hat, ist dann aus Nürnberg mal hochgekommen, cool, das gucke ich mir auch mal an, war für einen Tag leider nur da, aber sie hat sich das angeschaut. Der Marc Wittmann war kurz da am ersten Tag, hat Werbegeschenke mitgebracht, da haben sich die Studenten natürlich auch gefreut. Und am letzten Tag, er hat vorher noch angekündigt, ich bringe eine Überraschung mit, was ganz Besonderes. Das ganz Besondere sitzt da hinten, das ist der Alex, den hat er dann mitgebracht. Haben uns natürlich sehr gefreut und man muss sich das mal vorstellen, da sitzt man als Student, hat noch nie was mit so einem Open-Source-System gemacht und steigt jetzt ein. Ja, und dann steht da der Vizepräsident vorne und bedankt sich bei mir dafür, dass ich jetzt die letzten 2 Wochen ja den Aufwand betrieben habe, hier mitzuentwickeln. Und das ist natürlich auch für uns dann als Dozenten ganz toll zu sehen, dass das ankommt, dass die Studenten was davon haben. Und ja, natürlich ist das Ganze nicht nur in Persona, sondern auch in digitaler Form. Ich habe mal so ganz bewusst gewisse Personen hier auf dieser Folie, die dann natürlich da mitdiskutieren, wenn die Studenten mit uns arbeiten, die Pull-Requests einreichen und Issues testen. Und ja, das fing in den ersten Jahren, muss ich sagen, auch mit einem ganz harschen Ton an. Wie hast du es heute Morgen gesagt, Alex? Konstruktive Kommunikation. Ja, genau. Das war die deutsche Übersetzung. Ja, also dieser Ton, ja, der war da schon ganz, der war üblich, so im ersten Jahr, im zweiten Jahr, aber das hat sich geändert. Also in diesem Jahr habe ich das Gefühl, das war wirklich rein konstruktiv, alle haben mitgezogen. Ich glaube, alle, die da jetzt involviert waren zu dieser Zeit, haben auch gemerkt und gewusst, da sitzen jetzt Studenten, neue potenzielle Community-Mitglieder, da muss ich mich mal ein bisschen zurückhalten. Und das hat natürlich Früchte getragen. Also die Studenten waren in diesem Jahr so motiviert wie noch nie. Und das führt natürlich dann auch im Endeffekt dazu, dass die Ergebnisse so gut sind, dass die Community auch was davon hat. Und das ist natürlich der beste Synergieeffekt. Ja, mehr Win-Win geht gar nicht. Die Studenten nehmen was mit, sind super motiviert. Ich habe einige Studentinnen, die gesagt haben, boah, allein schon, weil die Leute da waren, fand ich das cool. Gar nicht wegen den Inhalten. Joomla hätte mich gar nicht so gebockt. Aber ich fand es super, dass die Leute da waren, Community, das ist es eben. Das ist auch das, was in meinen Augen Community sein sollte. Ja, ich will jetzt Alex Keynote nicht wiederholen. Also das hat alles perfekt gepasst, was du heute Morgen gesagt hast. Ja, und das war auch Roland, sieht man, der dann in Natura eigentlich praktisch die ganze Zeit bei den Studenten saß und den Studenten geholfen hat, hat trotzdem in der Freizeit, also immer wenn er auf Toilette ist, hat er seinen Laptop mitgenommen und hat dann da noch in digitaler Form die Pull-Requests auch noch kommentiert und mitdiskutiert, um eben, wie gesagt, als Schnittstelle, als erfahrener Community oder erfahrenes Community-Mitglied mit den Studenten zusammen ja, Lösungen für das System zu finden. Das war auch, um die Studenten zu unterstützen. Und die Studenten waren gar nichts, was das komplette System gegen Joomla. Genau, ja, also klar, wir hatten diese kurze Veranstaltungsphase. Wenn man sich mit Joomla auseinandersetzt, braucht man eigentlich ein paar Wochen, um wirklich zu wissen, was man da tut. Die Zeit hatten wir nicht und um in dieser kurzen Zeit sehr produktiv zu sein, ist es eben hilfreich, jemanden zu haben, der genau weiß, was er tut. Und das war eben der große Vorteil. Also ich nochmal vielen Dank an alle, die dabei waren und ich hoffe, dass ihr im nächsten Jahr auch dann wiederkommt als Community-Mitglieder und mitmacht. Hat auch dazu geführt, dass wir dann
die Motivation der Studenten ausgenutzt haben, um dann 2-3 Wochen später das deutschlandweite Pizza Bugs & Fun Event bei uns dann auch durchzuführen. Und die natürlich dann auch gebeten, intrinsisch motiviert mitzumachen, was sie auch gemacht haben größtenteils. Und so haben wir dann auch nochmal diesen Mehrwert gehabt, dass wir die Studenten eben mit in die Community geholt haben. Und wenn nur ein oder zwei Studenten von diesen 20, 30 Studenten sagen, hey, das ist cool, da bleibe ich dabei, dann ist es ja auch, dann hat sich der Aufwand auch gelohnt, definitiv. Ja, so sieht das dann aus, wenn die am Ende sind, ja, mit dem Kurs durch sind und gemerkt haben, hey, alles ist gemerged, ich soll jetzt für die Kamera mal lachen, weil das der Dozent gesagt hat, sonst gibt es eine schlechte Note. Er hat es nicht ganz verstanden. Aber nee, also man sieht, alle waren gut drauf. Hier unser Professor hat uns mitbesucht, der das Ganze damals ins Leben gerufen hat. Mittlerweile haben wir es dann eben übernommen und ja, führen das alleine durch. Aber er kommt dann auch mindestens immer zu den 2-tägigen Pizza Bugs & Fun, um mitzumachen, um auch eben Teil der Community zu sein. Weil er merkt, ey, ich will auch dazugehören. Das ist eigentlich ganz cool. Und ja, das ist natürlich genau das, was man sich als Dozent dann auch immer wünscht. Und ich glaube, das ist auch das, was sich die Community wünscht, wenn sie neue Mitglieder sieht oder potenzielle Mitglieder, denen mal Joomla in die Hand gibt und die danach noch so viel lachen können. Also dann ist alles gut, dann ist ja alles super. Ja, so ein bisschen Lessons learned, habe ich ja jetzt immer schon erzählt. Was haben wir denn alles so geschafft? Also was kam denn so raus in den letzten vier Iterationen in 3 Jahren. Dieses Jahr war das 4. Mal, dass wir das so durchgeführt haben. Das größte Feature in meinen Augen, was wir so umgesetzt haben im letzten Jahr, war der Pre-Update-Checker. Ich glaube, den haben alle schon mal gesehen und von dem gehört. Den haben unsere Studenten unter anderem umgesetzt. Wir haben aber auch weitere kleinere Features, die auch gemerged wurden. Von den Patches her, ich bin jetzt einmal reingegangen, wir haben den Studenten gesagt, wenn sie Patches testen, sollen sie in die Kommentare mit reinschreiben, dass sie hier von unserer Institution kommen, damit wir es einfach haben beim Filtern und sehen, wer hat jetzt oder was ist hier von uns. Und ich hatte 120 oder 130 in der Summe Pull Requests und Issues. Da waren natürlich auch die eigenen Features dabei. Ich würde mal sagen, circa 20, 24 oder so waren es, glaube ich, eigene Pull Requests. Wobei das auch Pull-Requests in Unterprojekten, geforkte Pull-Requests waren, wie zum Beispiel jetzt hier von Benjamin, der Workflow, oder eben ja, schon vorhandene Pull-Requests, an denen keiner mehr weitergearbeitet hat oder die so ein bisschen eingeschlafen sind. Aber es waren 130 insgesamt, glaube ich, so 20 waren eigene Pull-Requests und der Rest waren dann eben die getesteten Patches. Wobei man auch da sagen muss, die Studenten müssen ja dann jeden Patch immer mindestens einmal, vielleicht auch zweimal testen. Also da steckt dann doch auch einiges drin. Und das ist das, was die Studenten dann auch zurückgeben. Ja, wenn sie merken, wir bekommen was von der Community, dann gebe ich auch was zurück. Und das ist ja super. Ja, ich habe jetzt hier nochmal diese Folie. Ich bin ein bisschen schneller durch als gedacht, macht aber nichts. Ich habe mir gewünscht, dass wir noch ein bisschen größere Fragerunde haben. Passt dann auch ganz gut. Der Alex hat sich dann auch noch bereit erklärt, für Joomla.org einen Artikel zu schreiben und hat da so ein ganz nettes Zitat, habe ich mir mal rausgezogen, weil ich glaube, er war auch beeindruckt davon, dass die Studenten in ihren Ferien 2 Wochen lang, es war wirklich warm dieses Jahr, also ihr habt alle den Sommer erlebt, es waren 40 Grad, es gab eine Klimaanlage, die war aber so laut, dass man Hörsturz bekommen hat, also haben wir die wieder ausgemacht und es war eigentlich nicht auszuhalten. Die Studenten waren trotzdem da und haben trotzdem motiviert mitgearbeitet und haben das gemacht. Und da kann man natürlich dann auch stolz auf die Studenten sein. Das war richtig gut. Und ich glaube, Alex hat es anerkannt und nicht nur, weil er an dem Tag da war und wollte, dass ihn jeder mag, sondern ich kaufe dir das auch ab. Das meinst du ernst, denke ich. Sonst hättest du es nicht heute in deine Keynote reingepackt. Und ich finde das super und ich fände es super, wenn da noch mehr Menschen aus der Community bereit wären. Wenn wir jetzt irgendwann mehr Community-Mitglieder als Studenten haben, wird es vielleicht auch blöd. Dann haben wir mehr als eine 1:1-Betreuung, ist gar nicht so schlecht. Aber so wie das jetzt lief und wenn das weiter Wellen schlägt, ich glaube, da haben alle was von. Und das wäre natürlich super, wenn das läuft, wenn das funktioniert. Ja, wie gesagt, ein bisschen schnell geredet, ein bisschen früher durch, aber sehr gerne noch Zeit für Fragen zum Konzept, zu unseren Lessons Learned. Ich kann natürlich jetzt noch eine Stunde erzählen, aber interessant ist natürlich, was euch jetzt interessiert dabei, was ihr vielleicht mitnehmen wollt. Also gerne noch Fragen. Ich habe jetzt auch hier die Links mal reingepackt. Das muss bei uns alles dokumentiert werden in unserem Hochschul-Wiki. Das ist ein Teil der Notengebung.
Und in diesem Wiki findet man von den letzten 4 Programming Weeks dann auch zusammengefasst immer also diese Durchführung. Also die Studenten den Prozess erklärt, welche Pull Requests sie bearbeitet haben, wie das so lief, was nicht so gut lief, was gut lief und was das Ergebnis war. Das war oder nicht. Genau, also das, da gucken wir auch immer wieder rein. Und ja, wer mich persönlich dann nochmal irgendwo kontaktieren will, kann das gerne per E-Mail tun oder hier. Ich bin jetzt den ganzen Tag da und stehe jetzt für eure Fragen zur Verfügung. Dankeschön. Tja, gibt es Fragen? Die meisten waren ja dabei. Ja.